So, hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video, hier nach dem Urlaub. Ja, wir kommen gerade aus dem Sommerurlaub zurück und bin fit und munter. Heute haben wir ein ganz spezielles Projekt, und zwar, den Namen darf ich nicht so zeigen, ja, das zeige ich mir nur ganz, ganz kurz und klein. Ja, erstmal, es geht um ein Renault Twizy. Ja, wir haben ein Renault Twizy für die Davina Geis gebaut. Und jetzt möchte die Carmen Geis auch einen, ja, nur nicht den kleinen 45er, sondern wir nehmen den großen, den wir fälschlicherweise damals gekauft haben. Und zwar, es gibt so ganz teure Yachten, die heißen Riva Yachten, ja, und die sind sehr teuer, und wir machen dem Style den Twizy. Quasi der, der so eine Riva Yacht hat, der kann sich so ein Twizy auch davor hinstellen. Ja. Ich würde sagen, das Auto haben wir schon auseinandergebaut, damals für die Davina. Deswegen können wir das, ich sag mal, das Basisauto noch nicht mehr zeigen. Wir fahren gleich zu der Tischlerei Lambrecht, ja, nach Geldern, beziehungsweise Issum. Das ist, glaube ich, Issum, Geldern, weiß nicht. Das ist so genau in der Mitte. Das ist eine ganz besondere Tischlerei. Warum? Weißt du das, warum? Da hast du deine Ausbildung gemacht. Da habe ich meine Ausbildung gemacht, ja, damals, bei dem Matthias Lambrecht, ja, habe ich meine Ausbildung gemacht, und es war bombastisch. Da war ich 17, ist schon ein paar Tage her, ja, schaut mal, die Tischlerei gibt es immer noch, ja, und ich war schon sehr, sehr lange nicht da, und ich bin gespannt, wie es aussieht jetzt. Ab nach Geldern, oder Issum, Geldern, Issum, nochmal, ich weiß selber nicht. Manchmal frage ich mich, was wäre aus mir geworden, ja, wenn ich die Tischlerausbildung zu Ende gemacht hätte. Tja, was wäre aus mir geworden? Ein Tischler? Ein selbstständiger Tischler? Oder was auch immer. Manchmal frage ich mich wirklich, ja. Aber manchmal im Leben ist das so. Man ärgert sich, wenn irgendwas passiert, so ein Schicksal, wie es bei mir war. Und ich habe mich richtig geärgert, dass ich das nicht zu Ende machen durfte. Aber irgendwann wendet sich alles zum Guten. Auf jeden Fall habe ich den Stefan schon 27 Jahre nicht gesehen. Ja, 27 Jahre. Ja, vielleicht bei Facebook habe ich ein paar Bildchen von ihm mal gesehen, also, aber wir haben uns seit 27 Jahren nicht mehr gesehen. Ne? Ich bin gespannt. Da sind wir. Schön ruhig hier. Und es riecht nach, nach Landluft. Nach Land. Wir sind hier Video überwacht. Stefan! Hi! Morgen! Hi! Darf ich mal rein? Klar! Machen wir so? Machen wir so. Machen wir Hi! So. Komm rein! Wir haben uns schon 27 Jahre nicht gesehen. 27 Jahre! Oh, sieht aber schön. Schön hier aus. Sehr, sehr, sehr modern. Ja. Früher war das nicht so, ne? Bisschen anders. Bisschen anders. Warte mal, die Technik aber. Ja, klar. Ja, klar. Da hat sich vieles geändert. Wie du schon sagst, 27 Jahre, ne? Ja, ja. Ist das Issum? Das ist Issum. Ja, das ist Issum. Ja. Geldern, genau. Angenehm? Ja, ja, richtig angenehm. Und das ist Issum. Genau so was. Genau. Ja. Was habt ihr denn angebaut? Das sind Wellnessliegen. Also was? Wellnessliegen. Jetzt in Corona-Zeit. Jetzt in Corona-Zeit. Oh, das bewegt sich. Ja, wenn du draufsetzt, kannst du ihn hinschwingen. Quatsch. Ja, probier aus. Die Jungs wollen mich immer leiden sehen. Warte. Ah, das gibt nicht? Nee, das gibt nicht. Das gibt nicht. Das ist gut. Kann ich mit den Schuhen? Ja, ja, klar. Klar. Und jetzt einmal mit Schuhen dahin. Oh, ja, ja, ist gut. Ey, wie geil ist das denn? Ja, du kannst auch einstellen, dass die nicht so ganz viel schwingt. Das ist im Moment hier der Renner. Ah, ist das so? Ja, ja. Okay, ja, ja, machst du das selber? Ja, die machen wir selber. Hast du schon was fertig? Ja, hab ich. Hab ich. Ich habe nur ein Mast bekommen. Ich bin gespannt, ob das nachher passt. Schön. Wie dick ist das jetzt? 3 mm. 2, irgendwas. Okay. Also dünner geht auch nicht. Hast du die, musst du die verleimen, oder wie läuft das dann? Das sind, insgesamt sind das 5 Lagen. Oh, okay. Hast du eine Lage? Das sind jetzt 5. Das sind 5. Hast du vielleicht eine Lage? Ja. Das ist das Ursprungsmaterial. Oh, okay. Guck mal hier. Dünn wie Papier. Da kannst du. Kannst du, ja. Wie war das denn, Belzec? Was hat er gemacht? Tischler früher.
Nur ein Jahr oder anderthalb Jahre. 0,6. Ja. Also das sind 0,6 mm. Ja. Und da hast du jetzt 5 Schichten gemacht. 5 Schichten haben wir aufeinander geleimt. Mhm. Immer wieder im Wechsel. Spezieller Leim dazwischen. Ich bin gespannt. Ich auch. Ich bin gespannt, wie das passt. Ja, was das wird? Hier kommt, könnt ihr das sehen? Das Loch? Hier kommt Türgriff und das wird die Tür sein. Nein, das wird keine Tür sein. Wer sehen will, muss weitergucken. Ja, sehr geheimnisvolles Projekt. Ja, wenn wir schon am Auto Holz verbauen, das wird schon krass und krass aufwendig. War das aufwendig, Stefan? Es war sehr aufwendig. Ja? Ja. Wie hast du das denn gepresst? Du musst das irgendwie... Ich meine, so ein wir pressen es hier drin. Wir pressen es hier drin. Ah, okay, habt ihr diese Presse? Oh, ja, okay. Genau. Ah, okay. Und dann verleimst du das? Und dann genau, wird verleimt. Und dann muss es schnell gehen. 20 Minuten Zeit. Oh, okay. Für alles zu verleimen, sonst zieht der Leim an. Alle Schichten? Alle Schichten. Oder hast du Schichten? Nein, alle Schichten in einmal. Um wirklich gleich einen Pressdruck drauf zu kriegen. Krass. Ja. Schön. Das Schlimme ist in der Materialstärke, du musst für alle Schablonen machen. Du kannst, das ist so dünn, ja. Du kannst es nicht normal auf den Maschinen. Wir haben immer wieder eine Platte drunter gelegt, um das zu schneiden, um das... Also quasi 5 Teile habt ihr da? 5 Teile und dann immer noch eine Trägerplatte, ich sag mal irgendeine Spörzplatte, die rumlag, nochmal drunter. Gerade Nuten war sehr tricky. Ja genau, man muss ja noch... das Dickholz ist im Prinzip, hier könnt ihr sehen, ich hatte mal so bloß eine Platte hier. Ja, hier kann man sehen. Oh, das ist aber ganz dünn. Wie Papier ist das? Ja. Schau mal, das ist ja im Prinzip eine Fläche. Wir wollen aber hier die Rillen haben, wie auf eine Riva-Yacht. Ja. Musst du mit so einer Maschine oder wie machst du das? Auf einer großen Formatsäge habe ich die einzeln. Ich habe eine Schalone gebaut, um immer wieder das gleiche Nutmaß zu kriegen und okay. Dann Stück für Stück rüber. Riesen Aufwand. Ja, war gut. War gut. Aber so sehen wir uns auch mal wieder. Ja, klar, klar. Ja. Nur noch 15 kann jeder, ne? Ja, ich habe auch überlegt, wie sollen wir das machen, ja? Ich meine, die kam Geist, die sagte, die brauchen Twizy in Riva-Style. Oh, shit, okay. Ich habe mir gedacht, Mama Mia, wie soll ich das machen? Ja, mit dem ganzen Holz. Erstmal habe ich gegoogelt, Tickholz ist nicht einfach zu bekommen. Richtig, ja? Da ging es schon los. Das gleiche Problem hatte ich auch. Ja, und das ist in, du kannst nur ein bisschen kaufen, ja? Also wenn dann große Platten etc., ja? Und das ist nicht ganz billig. Korrekt. Vor allen Dingen, du kriegst es nicht in dieser Materialstärke. Und du kannst kein Massivholz so dünn hobeln, um anschließend sowas draus zu machen. Wie lange warst du dran? Jetzt mit Verleimen, mit Zeichnen, mit allem drum und dran. 2 volle Tage. Ernsthaft? Ja. 2 volle Tage für die Platte. Ja, Herr Kabel, weißt du Bescheid. Du kannst es nicht maschinell schleifen. Dadurch, dass die Schichten... Aber wieso kannst du nicht schleifen? Du hast eine Maschine, eine Schleifmaschine oder so? Normalerweise ja, kein Problem. Schieben wir alles durch, aber nicht die Materialstärke. Das ist so dünn, ja. Das könnte durch die Absauganlage alleine schon angesaugt werden. Und dann würde ich die oberste Schicht wegschleifen. Ja. Und die zweite Schicht ist ja querverleimt, damit es hält. Und dann würdest du sofort... Erstens hättest du die Maserung in der falschen Richtung, an irgendwelchen Stellen, die Platte ist kaputt. Die ist sofort kaputt. Ach, okay. Das also kannst du es nur von Hand schleifen. Das ist ja wie beim Carbon. Das ist wie beim... Die erste Schicht ist so dünn, quasi wenn du durchschleifst, am Ende wird das angeschliffen, wenn du quasi durchschleifst... Klar, ich habe zum Schleifen nur die einmalige Materialstärke von 0,6 mm. Boah. Ein Schneiderding. Das sind Maschinen, Stefan. Das hast du gar nicht. Das ist ja voll leise. Das geht. Das hast du früher? Wir haben das Ding angeschmissen bei deinem Vater. Das kann die da hinten, kann er noch. Ja. Junge, die kann es noch. Die kann es ja alles offen, wenn das Ding gelaufen ist. Ja, gut. Dann schneidet er das. Die große Platte. Okay. So. Wie lange brauchst du überhaupt dafür? Ja, ich kann dir die gleich fertig machen. Und dann bringe ich dir die vorbei. Dann machen wir das vernünftig in Ruhe fertig. Ja, dann bringe ich mal rüber. Bricht dann guck, was dann heißen. Ja, gut, passt klar. Gut, passt. Machen wir es. Ja, perfekt, prima. Alles klar. Bis dann. So, jetzt muss der Stefan mitkommen, weil wir haben festgestellt, da die Schablone war, hin und her gedreht und da waren die Maße ein bisschen anders. Also sowas ist gut, hat das umgedreht, war nicht mehr gut. Deswegen muss das mitbringen. Und wir müssen das am Auto anpassen. Justin, wir haben ein Problem. Fast dicht. Weil, wir haben gar nicht überlegt,
dass das extrem, das Dach so gewölbt ist, so extrem und so. Das sieht von vorne aus, wenn das nur ein bisschen gewölbt ist, ja. Wenn man das zusammendrückt, ist so, ist kein Problem, okay. Könnt ihr hinhauen, nur wir kriegen das da nicht befestigt und hier nicht befestigt. So, ja, also wir können nur in eine Richtung. Stefan, mach mal eine Seite, also hinten und links hier. Ja, ich krieg's ja nicht hin. Ne, verbindet sich. Scheiße. Ich habe gedacht, wirklich, dass gerade. Also gerade, ich habe so leicht gewölbt. Ne, das ist zu viel. Klar. Weil dünner wird scheiße. Dünner geht nicht? Schlecht. Dünner geht nicht. Okay. Einzellamellen. Was meinst du? Und dann die draufkleben, oder was? Dann kriegen wir einen Bogen. Ja. So hin. Und jedes Brett in die Richtung geht auch. Stimmt. Ja, du hast recht. Verdammte Hacke. Morgen. Morgen. Wir müssen hier zwischen den Fugen Sieger reinmachen und von außen auch komplett, das ist alles ganz frisch, weil wenn da natürlich zwischen Wasser kommt, dann kommt das alles hoch. Ja. Deswegen, das ist die Gefahr bei der ganzen Geschichte. Ja. Das haben die Jungs hier von der Tischlerei Lambrechin gut hinbekommen und ja, ich denke mal, wir haben das Beste draus gemacht. Der wird richtig gut in der Farbe mit dem Holz, oder? Ja. Ja. Wir haben hier so ein paar Verbreiterungen gekauft. Ja. Aus dem Internet. Die waren richtig Schrott. Also, ich verstehe nicht, dass man sowas verkauft. Ja. Ja, von ihnen ist das halb so schlimm. Aber die waren so wellig, so krumm, das ist nicht normal. Also ehrlich, und wir haben 400 Euro dafür bezahlt. Den Hersteller, Den Hersteller wollen wir dazu jetzt nicht benennen. Ist besser für ihn, glaube ich. Ja, also ich verstehe nicht, dass man sowas heutzutage noch verkaufen kann. Ich würde das nicht mal verschenken. Also der Lackierer hat geflucht. Wir mussten viel Glaswasserspachtel hier drauf machen, dass das überhaupt... Guck mal, wie das aussieht jetzt. Guck mal. So muss es aussehen. Mhm. Ja. Kann man sehen, ja, ne? Ja. Ja. Guck mal, Tico Taco. Ne? Laut der Anbauanleitung muss man die Originalen kürzen. Achtung. Ja, wir müssen die abschneiden. Wir haben die abgeschnitten hier. Ach so, jo. Und die hier werden draufgeklebt. Also, Leute, ehrlich. Ja, manche Sachen, das Leder habe ich schon erwähnt, dass das echt kacke war. Ja, weil das sehr, sehr, sehr hartes Leder gewesen ist. Und wir haben manche Teile einfach lackiert in Lederfarbe. Auch die Tachoabdeckung und so weiter. Die wäre gar nicht möglich in diesen Hardcore- harten Leder. Das war wirklich wie kann man das erklären? Wie ein Stück Kunststoff. Das war ja ganz, ganz komisches Leder. Aber es gab nur den einen Hersteller in der Farbe. Deswegen haben wir es trotzdem genommen. Es muss trocknen. Gleich mache ich eine zweite Schicht. Und dann Action. So, meine Damen und Herren. Wir sind mit dem Tizi für die Carmen fertig. Ich bin auch gespannt, wie sich das Tickholz auf dem Dach verhält. Ja, da bin ich echt gespannt. Ja, das ist nur eine Testphase, aber die Carmen weiß Bescheid, dass wir quasi das gerade testen. Falls was verrutscht, müssen wir das neu machen, beziehungsweise nicht neu, sondern ab und dann original lassen. Ja, ist nur ein Test. Wir wollten viel mehr auch im Interieur machen mit dem Tickholz, aber das war so schwer zu verarbeiten, weil das Dach ist wirklich so rund, also wie ein Ei ist das, ja. Und Holz kann man nicht einfach wie ein Ei biegen. Deswegen ist das, ich sag mal, ich bin mit dem Ergebnis nicht hundertprozentig zufrieden. Das ist so 75 plus. Aber ich finde, hast schon Kapung gemacht? Ja, schön. Während ich Mittagspause gemacht habe, hat der Sascha schon alles fertig. Wir holen ein paar Rampen und fahren dann mit unserem Ford nach Monaco. Und morgen machen wir die Übergabe. Morgen ist Donnerstag und ja.
Jetzt fahre ich eine Runde, mache eine Testfahrt und dann sehen wir uns gleich, wenn wir das Auto aufladen. Heute fahre ich nicht mehr auf die Autobahn drauf. Das macht keinen Sinn mit mir auf der Autobahn. Ja, aber ich fahre mal eine Testfahrt. Hallo, 0 auf 100. Laden wir den Tisi auf. So, rückwärts oder vorwärts? Mit Schwung oder ohne? Guck mal, Lambo. Lambo-Doors. Ja, der kleinste Lamborghini der Welt. Will jemand anders reinfahren als ich? Wo ist der Rest? Was machst du da? Nix. Das Auto passt nicht rein. Die Jungs haben das ausgemessen. Die haben gemessen von hier bis hier. Ja, aber das muss man bis da messen. Dann fehlen 10 cm. Dann müssen wir den ganzen Kasten hier auseinanderbauen, dass das passt. Und morgen früh, wir haben jetzt 16 Uhr, wir sind immer noch nicht losgefahren. Und morgen früh, ja, um 9 sind Aufnahmen in Monaco. Wir fahren 14 Stunden. Also wenn wir jetzt durchfahren, ohne zu schlafen, dann schaffen wir das. Links, 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 links